بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen jetzt im Jahr 2022. Möge inshallah dieses Jahr ein erfolgreiches Jahr werden und ein besseres Jahr als das letzte Jahr. Und möge Allah ta'ala uns in diesem Jahr zu ihm näher kommen lassen als im vorherigen Jahr. Alhamdulillah, dieses Jahr hat schon sehr schön begonnen. Wir hatten jetzt schon mehrere Konvertierungen, Leute, die zu Allah ta'ala gefunden haben. Und jetzt hoffen wir, dass wir ebenfalls zu Allah finden, jeder einzelne von uns. Weil wir uns jeden Tag immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala annähern sollten. Jeden Tag versuchen sollten, Allah ta'ala näher zu kommen. Wir wollen heute, inshallah, meine lieben Geschwister, den letzten Teil von Surat Nuh besprechen. Den letzten Teil von Surat Nuh besprechen. Wir sind bei Surat Nuh bis zu der Ayah Nummer 20 gelangt. Und hatten somit auch den zweiten Abschnitt dieser Sura abgeschlossen gehabt. Ich weiß, es ist schon etwas länger her. Ich war letzte Woche auch nicht da gewesen, wegen Krankheit. Und vielleicht habt ihr auch schon wieder vergessen, worüber wir gesprochen hatten. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung, insha'Allah ta'ala. Und zwar Surat Nuh, die Sura Nummer 71 im Koran, ist eine rein mekkanische Sura, in der Allah ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in der mekkanischen Phase, wo er auch diese Stütze gebraucht hat, diese Ermutigung, diese Motivation gebraucht hat, um weiter zu verkünden, um weiter die Botschaft Allahs an die Menschen zu bringen, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm unter anderem Surat Nuh offenbart, um ihm aufzuzeigen, er ist nicht der einzige Prophet, der von seinem Volk abgelehnt wurde. Und es gab schon vor ihm große Persönlichkeiten unter den Propheten und Gesandten Allahs, welche sehr lange und sehr intensiv die Menschen zu Allah eingeladen haben, jedoch ohne die Menschen wirklich zu erreichen. Und somit erzählte Allah Ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Geschichte von Nuh alaihi salam. Mit einem ganz klaren Schwerpunkt in dieser Geschichte. Und zwar erzählte Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam von Nuh alaihi salam hinsichtlich der Verkündung der Botschaft. Ganz konkret, zusammengefasst, komprimiert, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wie viel Mühe sich Nuh alaihi salam gegeben hat, um die Botschaft Allahs an sein Volk zu verkünden. Und Nuh alaihi salam, er erzählt selbst, dass er kein Mittel ausgelassen hat, keine Methode unterlassen hat, um sein Volk zu Allah einzuladen. Jedoch sein Volk nicht hören wollte. Und sich noch mehr von ihm abwandte. Umso mehr er versucht, sie einzuladen zu Allah, desto mehr distanzieren sie sich von ihm. Nuh alaihi salam, er versuchte es am Tag und in der Nacht. Er versuchte es einzeln, mit jedem Einzelnen von ihnen. Er versuchte es in der Öffentlichkeit. Nuh alaihi salam, er versuchte es mit Argumenten, den unterschiedlichsten Argumenten. Er hat versucht, sie zu warnen. Er hat versucht, ihnen das schmackhaft zu machen, ihnen aufzuzeigen, dass sie sogar, wenn sie zu Allah zurückkehren, in der Dunya davon profitieren werden, weil ihre Angst ist ja häufig, ich werde die Dunya verlieren. Er hat ihnen gezeigt, was geschehen wird, wenn sie Allah um Vergebung bitten werden. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist wahrlich vergebend. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا. Er schickt Himmel von Regen herab. Also Segen kommt vom Himmel. Allah segnet den Rizq, segnet die Versorgung, wenn ich mich ihm zuwende. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Und er mehrt euch und versorgt euch in Bezug auf das Vermögen, in Bezug auf eure Kinder. Nuh alaihi salam hat alles versucht. Er hat versucht, ihnen Verstandesbeweise vorzubringen. Ihre Augen zu öffnen in Bezug auf die Natur, die Allah Ta'ala erschaffen hat. Die Sonne, den Mond.
die Pflanzen, die aus der Erde sprießen. Aber all das hat nichts gebracht. Sie wollten einfach nicht hören. Und jetzt im letzten Teil, ab dem Vers Nummer 21 bis zum Ende der Sura, zeigt es Nuh alayhi salam, wie das Ganze ausgegangen ist. Also, am Anfang zeigt uns Nuh alayhi salam im ersten Teil, was er alles getan hat. Und dass er die Botschaft Allahs verkündet hat, so wie es Allah von ihm wollte. Und dass er kein Mittel unterlassen hat. Und er stellt sich natürlich für den Zuhörer, man muss sich das so vorstellen, in der mekkanischen Phase, noch viele neue Informationen, stellt sich jetzt natürlich für den Zuhörer die Frage, was ist jetzt aus dem Volk von Nuh geschehen? Weil diese Sura soll ja nicht nur eine Botschaft für den Propheten sein, sallallahu alaihi wasallam, sondern sie soll auch eine Botschaft für sowohl die Gläubigen als auch die Ungläubigen sein. Also sowohl die Gläubigen sollen davon profitieren, indem sie nämlich gefestigt werden, als auch die Ungläubigen, indem sie gewarnt werden. Sehr wichtig. Der Koran ist eine Botschaft an alle. Der Koran versucht, sowohl den Muslim zu erreichen, als auch den Nicht-Muslim. In unterschiedlicher Weise. Ja, manchmal spricht der Koran sogar bestimmte Gruppen von Nicht-Muslimen an. Welche Gruppen beispielsweise spricht er direkt an? Kennt ihr Ayat, wo Allah Ta'ala direkt bestimmte Gruppen anspricht? Ja, die Munafiqun, richtig. Ja, sie werden angesprochen, aber kennt ihr vielleicht auch, also sie werden indirekt angesprochen. Allah Ta'ala, obwohl in einigen Versen werden sie sogar direkt angesprochen, in rhetorischer Weise. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Sprich, ja, das Höllenfeuer ist noch heißer, wenn sie doch wüssten. Aber es gibt Ayat, wo Allah Ta'ala direkt die Leute anspricht. Also nicht nur über sie spricht, sondern sie direkt anspricht, ja. Die Benu Israel, wie spricht er sie an? Was sagt er? Ja, Ahl al-Kitab. Ja, Ahl al-Kitab. Oh, ihr Leute der Schrift. Er spricht sie direkt an. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Erstens, wie Allah Ta'ala sie anspricht, nämlich respektvoll. Er nimmt auf ihre Gefühle Rücksicht. Er sagt nicht, oh ihr Kuffar, oh ihr Höllenbewohner, sondern er sagt, ihr Ahl al-Kitab, oh ihr Leute der Schrift. Und das ist eine ehrbare Bezeichnung, eine schöne Bezeichnung. Ich bin Inhaber einer Schrift. قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Sprich, oh Leute der Schrift, kommt zu einem Wort, ja, zu sagen, was gleich ist zwischen uns und euch. Immer wieder diese Gemeinsamkeiten betonen. Etwas sehr, sehr Wichtiges, was leider heutzutage, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, inshallah ta'ala, was heutzutage leider von einigen Muslimen gerade in den sozialen Netzwerken komplett außer Acht gelassen wird. Komplett außer Acht gelassen wird. Dass sie über bestimmte Themen sprechen und so tun, als würden sie nur mit Muslimen sprechen und vergessen, dass die gesamte Welt mitlesen kann. Und teilweise Wörter benutzen, die den anderen und den Gegenüber kränken. Und das ist eindeutig falsch. Weil der Koran lehrt uns nämlich, Respekt zu zeigen gegenüber dem anderen. Auch wenn wir uns uneinig sind. Ja, selbst wenn es um Kufr und Iman geht. Und Schirk und Tauhid geht. Trotzdem sollten wir die Leute so ansprechen, wie sie es gerne möchten. Damit sie überhaupt zuhören. Weil mal ganz ehrlich, wenn ich irgendjemanden auf der Straße mit jemandem Dauer machen möchte und ich rufe ihn mit dem Namen, oh du Ungläubiger, meint ihr, er wird uns zuhören? Der wird sagen, ja, so ein Vogel. Ich bin nicht ungläubig, ich glaube an etwas. Der wird dir nicht zuhören, ganz klar wird er dir nicht zuhören. Wenn du ihn erreichen möchtest, dann musst du die schönsten Namen nutzen. Ein Name, der ihn nicht kränkt. Und im Übrigen haben wir auch gerade, wenn wir uns die Geschichte des Islams anschauen, hier auch viele schöne Beispiele. Ein Beispiel ist das von Umar ibn Khattab, wo einige Christen nicht wollten, dass die Jizya als Jizya bezeichnet wird. Jizya ist eine Art Steuerabgabe, welche Christen und Juden und auch andere Nicht-Muslime
den Muslimen gezahlt haben. Als Schutz, damit sie geschützt werden. Und sie mochten dieses Wort Jizya nicht. Und haben Umar ibn al-Khattab gesagt, lasst uns, wir bezahlen das, diese Abgabe, aber nennt es nicht Jizya. Und meinte, das ist kein Problem. Wenn euch das kränkt, dass es Jizya ist, dann wäre das anders. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es genannt hat, aber er hat auf diese Gefühle Rücksicht genommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das dürfen wir niemals vergessen. Und schon gar nicht in einer Gesellschaft, wo wir größtenteils mit Nichtmuslimen zusammenleben. Manche Leute reden so, als wäre das alles egal, als würden sie in einer Enklave leben, so, wo niemand was mitbekommt. Ja, sie leben allein, isoliert vom Rest der Welt. Nein, heutzutage, alles, was diskutiert wird, egal wo auf der Welt ist, bekommt jeder mit. Ob es in Afghanistan ist, ob es irgendwo in einem tiefsten Dorf ist, heutzutage bekommt man alles mit. Und dementsprechend muss man das auch berücksichtigen. Man kann nicht so tun, als würde man allein sein auf dieser Welt. Und auf jeden Fall, damit wir zurückkehren zu unserem Thema, insha'Allah ta'ala, jetzt im letzten Teil von Surat Nuh zeigt uns Allah ta'ala durch Nuh alayhi salam, wie das Ganze ausgegangen ist. Er hat 950 Jahre lang Dauer gemacht. Und jetzt, wie wir es aus einer anderen Sura offenbart bekommen haben, bekommt Nuh alayhi salam die Information von Allah, dass keiner mehr glauben wird, der nicht schon geglaubt hat. أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Es wird keiner mehr von deinem Volk glauben, außer derjenige, der nicht schon den Glauben angenommen hat. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil wir werden gleich auf diesen Aspekt eingehen. Weil die Mufassirun, die Koran-Exegeten, sie gehen wirklich explizit darauf ein, auf diese Frage. Warum nämlich Nuh alayhi salam jetzt sein Volk verflucht hat. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, gibt es noch einige andere Ayat. Und zwar sagt jetzt Nuh alayhi salam folgendes. Nachdem er alles probiert hat, kommt der nächste Abschnitt. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. نوح sagte, mein Herr, sie haben sich mir widersetzt und sind jemandem gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Wem sind sie denn gefolgt? Ihren Anführern, den Kubara, den Reichen, den Anführern. Sie haben sie befolgt und sie haben auf sie gehört. Und Allah Ta'ala sagt jetzt, dass Nuh alayhi salam sagt er auch, was das für eine Folge hat für die Menschen. Und zwar sagt er, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass sie Menschen gefolgt sind, von denen sie glaubten, dass sie von ihnen profitieren werde, aber in Wirklichkeit werden diese Menschen sie nur ins Verderben stürzen. Sie glauben, sie können von ihnen in der Dunya profitieren, aber in Wirklichkeit wird ihnen nur der Verlust gemehrt. Und das ist der Trugschluss der meisten Menschen. Die meisten Menschen glauben, dass wenn sie nach der Dunya streben, dass sie dann erfolgreich sein werden in der Dunya. Aber das ist nur ein Trugschluss. Weil du bekommst von der Dunya nun das, was Allah ohnehin für dich vorgeschrieben hat. Und sie glauben, wenn sie nach Allah streben und sich höhere Ziele setzen als die in dieser Dunya, dann müssten sie auf die Dunya verzichten. Aber das ist ebenfalls ein Trugschluss. Weil am Ende bekommen sie nämlich beides. Sowohl den Erfolg in der Dunya, was Allah für sie vorgesehen hat, mit dem Segen dazu, als auch den Erfolg im Akhirah. Hört euch mal diesen schönen Hadith an. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes. Man kanat al-akhiratu hamma. Wessen Bestreben, wessen Ziel, wessen Sorge. Hem ist Sorge, Bestreben, Ziel. Etwas, wonach ich sozusagen strebe in meinem Leben. Man kanat al-akhiratu hamma. Wessen Sorge und Bestreben das Jenseits ist. جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ. Dem wird Allah Ta'ala sein Reichtum in sein Herzen legen. Und das ist der wahre Reichtum. Der wahre Reichtum ist nicht das, was du auf deinem Konto hast,
sondern der wahre Reichtum ist das, was du in deinem Herzen hast. Sei dir dessen sicher. Wenn du nicht reich in deinem Herzen bist, dann bleibst du arm, selbst wenn du Milliarden auf dem Konto haben solltest. Weil all das wird dich nicht zufriedenstellen, du wirst immer mehr haben. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Und zwar, وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَ. Und Allah wird demjenigen, der nach dem Akhira strebt, er wird ihm seine Angelegenheiten vereinen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, er hat nur noch eine einzige Sorge. Und was ist diese Sorge? Wie gelange ich zum Wohlgefallen Allahs? Du hast ein klares Ziel vor Augen, nach dem du strebst in deinem Leben. Und alles andere sind auch Sorgen. Aber sie sind dieser großen Sorge untergeordnet. Das heißt, wenn ich in der Dunya etwas verliere, dann werde ich das akzeptieren. Ja, wenn ich geduldig bin, dann werde ich sogar für diese Geduld Dankbarkeit zeigen und ich werde sogar eine gewisse Lewe, einen gewissen Genuss in meinem Herzen verspüren, weil ich nämlich, Alhamdulillah, diesen Schicksalsschlag mit Geduld ertragen konnte. Weil ich weiß, Allah Ta'ala, er hat mich nicht geprüft, weil er mich nicht mag oder weil er mich nicht liebt, sondern weil er mich um Stufen erhöhen möchte. Und wenn ich etwas bekomme, dann bin ich dankbar. Ich habe dieses eine Ziel vor Augen. Und deswegen, egal was passiert, ich bin immer reich in meinem Herzen. Und das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, ich könnte vom Weg abkommen. Allahumma la taj'ali dunya akbara hammina. Oh Allah, lass diese Dunya nicht zu unserer größten Sorge werden. Und die Dunya, dieses Weltliche, wird zu ihm unterwürfig kommen, wird ihm hinterherlaufen. Die Dunya läuft ihm hinterher. Nicht er läuft der Dunya hinterher, sondern sie läuft ihm hinterher. Das ist bei demjenigen, dessen Ziel Allah ist. Und jetzt umgekehrt. وَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا هَمَّ. Wessen Sorge, Ziel, Bestreben die Dunya ist. كَتَبَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Dem wird Allah die Armut zwischen seine beiden Augen schreiben. Auf seine Stirn ist es geschrieben, er ist arm. Er wird niemals reich sein können. Warum? Weil egal, was er von dieser Dunya hat, ist es ihm nicht genug. Er schaut immer auf diejenigen, die über ihm sind. Er wird nicht zufrieden sein. Es geht gar nicht, weil sein Ziel ist die Dunya. Und wenn ich nach der Dunya strebe, es wird immer jemand geben, der mehr hat als ich. Der erfolgreicher ist als ich. Selbst wenn es nicht so sein mag, aber auf Instagram, auf Facebook sehe ich Leute, die sehen erfolgreicher aus als ich. Die sehen glücklicher aus als ich. Obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Das haben wir dahingestellt. Das ist alles Schein und Trug. Und dann, was kommt hinzu? وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَ. Seine Angelegenheiten werden zersplittert, getrennt. Er hat jetzt nicht mehr nur eine Sorge, sondern er hat tausende von Sorgen. Er hat Angst zu verlieren. Er hat Angst, etwas von dieser Dunya zu verlieren. Und da gibt es sehr viel, was ich verlieren kann. Ich kann mein Geld verlieren, ich kann meinen Beruf verlieren, meinen Job verlieren, ich kann einen lieben Menschen verlieren, ich kann meine Gesundheit verlieren. Es gibt so viele Dinge, die ich verlieren kann und ich habe immer Angst. Oh, was ist, wenn es weg ist? Was passiert dann? Dann habe ich alles verloren. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Und er bekommt am Ende von dieser Dunya nur das, was ohnehin für ihn vorgeschrieben war. Und das ist genau der Trugschluss, den die meisten Menschen unterliegen. Dem die meisten Menschen unterliegen, die nach dieser Dunya streben. Sie denken, ah, wenn ich nach der Dunya strebe, dann werde ich erfolgreich sein. Und wenn ich mich der Religion zuwende, dann werde ich auf all das verzichten müssen. Aber Allah zeigt dir, nein, es ist genau umgekehrt. Wenn du dich Allah zuwendest, dann bekommst du die Dunya und auch noch diesen Reichtum in deinem Herzen und die Sorglosigkeit in deinem Leben. Wenn du dich aber der Dunya zuwendest, dann wirst du nur verlieren können, weil diese Dunya dazu da ist, um zu verlieren, weil jeder Tag, jede Stunde, jede Sekunde, jeden Moment, den du gelebt hast, jedem Atemzug, den du geatmet hast, dazu führt, dass du etwas von deinem Leben verlierst. Von deinem Grundkapital. Weil du bestehst nur aus was? Eine Anzahl von Tagen, nicht mehr. Was sagt der Al-Hasan al-Basri? Ya ibn Adam, innama anta adad. Fa idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. O Sohn Adams, du bist nur eine Anzahl von Tagen. Punkt. Wenn ein Tag vergeht, ist ein Teil von dir vergangen.
Also du kannst nur verlieren. Jeden Tag verlierst du. Du verlierst dein Hauptkapital, nämlich deine Zeit. Und früher oder später musst du gehen von dieser Dunja, ob du willst oder nicht. Und deswegen, Allah Ta'ala, er sagt hier, ja, die und sind demjenigen gefolgt oder jemandem gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Einige Mufassirun haben gesagt, damit ist was anderes gemeint. Und zwar damit ist der sogenannte Istidraj gemeint. Was ist Istidraj? Was bedeutet Istidraj? Das ist ein Konzept, was wir im Koran finden. Das Konzept des Istidraj. Was? Ja, stufenweise was? Nicht leiten, sondern in die Irre leiten. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Wir werden sie Schritt für Schritt vom Weg abkommen lassen, wo sie es gar nicht erwarten. Und zwar durch die Dunya. Es kann sein, dass Allah Ta'ala manchen Menschen gibt, nicht weil er sie liebt, sondern weil er sie damit bestrafen möchte. Stell dir das mal vor. Du denkst, oh, ich habe jetzt hier plötzlich Karriere gemacht, hier bin ich berühmt geworden, ich bin, weiß ich nicht was. Und du denkst, ah, das ist alles, weil Allah mich so sehr liebt. Dabei liebt dich Allah gar nicht, sondern er lässt dich dadurch von seinem Weg abkommen. Woran kann ich es aber messen? Ob das, was Allah mir gibt, er mir gibt, weil er mir etwas Gutes damit tun möchte, oder er mir gibt, weil er mir etwas Schlechtes damit tun möchte, oder mich vom Weg abbringen möchte. Woran erkenne ich das? Es gibt einen ganz einfachen Maßstab. Und zwar jede Gnade, welche dich Allah näher bringt, ist eine wahre Gnade. Und jede Gnade, welche dich von Allah wegführt, ist Istidraj. Wenn du also merkst, da ist etwas, dann weißt du, oh, das ist eine Fitne, ich muss aufpassen. Weil ich habe angefangen, mein Gebet zu vernachlässigen. Ich habe angefangen, ja, nicht mehr in die Moschee regelmäßig zu gehen. Ich bin nur noch mit Zahlen beschäftigt, nur noch mit meinem Beruf beschäftigt. Ich habe keine Zeit mehr, Koran zu lesen. Ich habe keine Zeit mehr, mich um meine Kinder zu kümmern, damit ich ihnen etwas beibringen kann. Ich bin nur noch mit dieser Dunya beschäftigt. Geld, Geld, Geld. Karriere, Karriere, Karriere. Materielles, materielles, materielles. Immer das neueste Auto, die teuerste Reise. Und in diesem Fall weiß ich, dieses Geld, was ich bekomme, ist eine reine Fitne für mich, wo Allah mich prüfen möchte, ob ich standhaft bleibe oder nicht. Und könnte zu einem Istidraj werden, wenn ich mich nämlich darauf einlasse und Schritt für Schritt von Allahs Weg wegkomme. Und manche Mufassirun haben gesagt, dass das genau damit gemeint. Dass sie nur denjenigen gefolgt sind, die viel Geld haben, die Macht haben, weil sie dachten, ah, sie könnten profitieren. Dann haben sie vielleicht sogar profitiert materiell, aber in Wirklichkeit ist das alles eine Form von Istidraj. Sie werden nur von Allah Ta'ala weggeführt. Und dann, وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Und sie haben ungeheure Ränke geschmiedet. Alles, was sie tun können, um gegen die Botschaft Nuhs alayhi salam zu tun, haben sie getan. Wir haben die Menschen gegen ihn aufgehetzt, haben versucht, vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala wegzuführen, haben die Gläubigen unterdrückt. All das, eine Liste nach der anderen. Allah Ta'ala, er sagt das wem? Er sagt das dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. In welcher Zeit? In der mekkanischen Phase, wo die Muslime mit ihrer Religion fliehen mussten. Wo unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Steinen beworfen wurde, berichtet Allah Ta'ala ihm, ja, auch schon zuvor die Propheten wurden bekämpft. Es wurden gegen sie Ränke geschmiedet und Listen ausgeheckt. Es wurde, man hat versucht, sie zu bekriegen auf allen Ebenen. Und auch dieses Konzept des Mekr gegen den Islam, gegen die Muslime, gegen die Gläubigen, ist ein Konzept, was weiterhin besteht. Solange es Wahrheit und Unwahrheit gibt, wird es auch Menschen geben, welche versuchen, mit allen Mitteln den Islam zu bekämpfen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir wundern uns immer wieder, ja, warum bekämpfen dann die Leute den Islam? Ich meine, wir Muslime sind friedfertig, wir
sind gut zu unseren Nachbarn. Und trotz allem immer wieder wird in den Medien gegen uns gehetzt. Warum ist das so? Das gehört zu dieser Dunja. Das ist dieser Kampf, der bis zum jüngsten Tag gehen wird. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala für diese Dunja vorgesehen. Dass Wahrheit und Unwahrheit sich immer bekämpfen werden. Schon von dem Moment an, wo Allah ta'ala Adam erschaffen hat, hat er mit ihm auch Iblis zugelassen, dass er versucht, Adam in die Irre zu führen. Und deswegen vom ersten Moment an, bevor Adam überhaupt erschaffen wurde, kam Iblis und hat ihn beschnuppert. Ja, wir wissen die Geschichte, wo er dann noch Ton gewesen war und Iblis kommt und schaut sich Adam an und sagt, ihr braucht doch keine Sorgen zu machen, weil er ist von innen hohl. Also mit anderen Worten, er befolgt seine Neigungen. Man braucht sich bei ihm keine Sorgen zu machen. Vom ersten Moment an gab es diese Auseinandersetzung zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit, zwischen dem Guten und dem Bösen. Und darauf müssen wir uns als Menschen einstellen. Wer sich nicht darauf einstellt, wer denkt, ach, die Sache ist immer leicht, der Weg ist immer mit Rosen sozusagen, das ist ein Rosenweg, wo Rosen ausgestreut werden, Blumen ausgestreut werden, ja, alles geebnet ist, alles leicht gemacht wird, ein roter Teppich ausgelegt wird. Der hat den Islam nicht verstanden. Der hat dieses Konzept vom Kampf zwischen Wahrheit und Unwahrheit nicht verstanden. Stell dich darauf ein. Stell dich darauf ein, dass es immer Widerstand geben wird. Wenn du praktizierst, wenn du Allah fürchtest, es wird immer Situationen geben, wo Menschen versuchen werden, dich zu bekämpfen. Was nicht heißt, dass ich jetzt ebenfalls diese Einstellung haben sollte, die Menschen zu bekämpfen. Nein, ich sollte offen sein gegenüber den Menschen. Aber ich muss mich darauf einstellen. Es wird Druck geben. Weil wenn ich mich darauf eingestellt habe, dann wird es mir auch leichter fallen. Wenn ich es aber nicht weiß, wenn ich weiß, denke, ich bin noch offen gegenüber den Menschen, warum sollten sie mich anfeinden? Dann könnte ich unvorbereitet sein. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er die erste Botschaft offenbart bekommen hat, da ging er zu wem? Zu Waraqa ibn Nawfal. Kennt die Geschichte. Und was sagte Waraqa ibn Nawfal zu ihm? In Bezug auf dieses Konzept zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Was sagte er zu ihm? Er sagte, Ya laytani fiha jada'a, iz yukhrijuka qawma. Oh, hätte ich doch noch sozusagen Kraft, Lebenskraft. Er war schon ein alter Mann gewesen. Sehr, sehr alter Mann. Wäre ich doch noch jung, damit ich an deiner Seite stehen kann, wenn dein Volk dich vertreiben wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das überhaupt nicht verstanden in diesem Moment. Ich meine, er hat erst gerade die erste Offenbarung bekommen. Er war beliebt gewesen. Er war ein Vorbild gewesen für die Menschen. Alle haben ihn geliebt. Alle haben ihn respektiert. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass jemand gegen ihn sein soll. Woraufhin dann der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Waraqa, aber Mukhriji, warum werden sie mich etwa vertreiben? Und dann sagte Waraqa ibn Nawfal, und er hat die Geschichten der vorherigen Propheten gelesen gehabt, weil er kannte sich aus mit den Schriften der vorherigen Religionsgemeinschaften, der Juden und der Christen. Und er sagte, kein Prophet ist zuvor gekommen mit dem, womit du gekommen bist, außer dass er angefeindet wurde. Das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Und damit müssen wir als Muslime leben. Und wenn wir das wissen, dann fällt uns das leichter. Weil dann wissen wir, das liegt nicht daran, weil ich verliebt bin oder weil ich Mohammed bin oder weil ich Aisha bin, sondern es liegt daran, dass ich etwas vertrete, was manche Menschen abstößt und auf Widerstand stößt. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Und jetzt kommt es. Jetzt sagen sie ganz konkret. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Und sie haben gesagt, verlasst doch nicht eure Götter. Verlasst doch nicht Wad, noch Suwa', noch Yaguth, Ya'uq und Nasr. Das ist eine sehr interessante Ayah. Und zwar, seine Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala ganz ausführlich 5 Götzen des Volkes von Nuh alayhi salam erwähnt, beim Namen. Und da stellt sich die Frage, warum tut das Allah ta'ala in dieser Ayah? Zumal Allah ta'ala vorher sagt, und er zitiert jetzt die Leute, die Polytheisten, die Muschrikun zur Zeit von Nuh alayhi salam. Und er sagt, und sie haben gesagt, verlasst doch nicht eure Götter. Also erst einmal allgemein. Verlasst nicht eure Götter, lasst nicht von eurem Glauben ab an die vielen Gottheiten. Und dann werden noch einmal extra 5 Gottheiten hervorgehoben. Warum? Diese Frage wollen wir jetzt beantworten, inshallah ta'ala.
Zunächst erst einmal, das Volk von Nuh, sie haben Schirk begangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er vergibt jede Sünde aus dem Schirk. Und das Volk von Nuh hatte viele Gottheiten gehabt, nicht nur 5 Gottheiten, sie hatten viele Gottheiten gehabt. Aber warum werden jetzt ganz konkret noch einmal 5 Gottheiten, 5 Götzen beim Namen genannt? Das macht doch keinen Sinn. Warum hat nicht Allah einfach gesagt, lasst nicht von euren Göttern ab, Punkt. Warum noch einmal diese 5 Namen? Der Grund ist, dass diese 5 Namen auch bei den Arabern bekannt gewesen waren. Das waren Gottheiten, welche die Araber ebenfalls angebetet hatten. Die Götzen an sich, welche das Volk von Nuh a.s. angebetet hat, die gab es nicht mehr. Also die Steine selbst, die Figuren, welche angebetet wurden. Aber die Namen haben überlebt. Und die Araber zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie hatten mehrere Götzen gehabt, welche sie angebetet hatten. Und jeder Stamm hatte noch einmal eine bestimmte Götze gehabt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt jetzt diese 5 Namen, weil sie nämlich auch unter den Arabern bekannt gewesen waren und von einigen Stämmen angebetet wurden. Um nochmal aufzuzeigen, das, was das Volk von Nuh alayhi salam getan hat, die große Sünde des Schirk, des Polytheismus, der Anbetung neben Allah subhanahu wa ta'ala, habt ihr einfach übernommen. Und hier ist es wichtig zu verstehen, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Und das wird auch überliefert. Und zwar in Sahih Bukhari erklärt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie diese Gottheiten überhaupt beim Volk von Nuh alaihi salam angebetet wurden. Und zwar wird das Abdullah ibn Abbas, man muss davon ausgehen, dass er dieses Wissen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte. Und zwar überliefert Al-Bukhari und sagt, Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq und Nasr sind die Namen von frommen Männern gewesen aus dem Volk von Nuh alaihi salam. Das waren also erstmal einfach nur Namen gewesen. Von Männern, die eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft hatten, die besonders fromm gewesen waren, auf welche die Menschen aufgeschaut haben. Und dann sagt Abdullah ibn Abbas, als sie dann gestorben sind, hat der Shaitan dem Volk eingeflüstert, dass für sie Statuen gebaut werden sollen. Und dass diese Statuen auch nach diesen Männern benannt werden sollen. Was sie dann auch getan haben. Also am Anfang waren es einfach nur Statuen als Erinnerung an diese Männer. Und dann vergeht die Zeit, eine Generation nach der anderen, und man vergisst, wer eigentlich diese Männer gewesen waren. Dass sie einfach nur Menschen gewesen waren. Und man fängt an, jetzt diese Götzen anzubeten. Und die Leute wissen gar nicht mehr, warum sie angebetet werden. Aber sie beten sie einfach an. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt jetzt diese 5 Götzen beim Namen, um aufzuzeigen, dass genau dasselbe auch später dann bei den Arabern passiert ist. Und zwar die Araber, sie haben eigentlich die Religion von Ibrahim a.s. befolgt gehabt. Sie haben nur an einen Gott geglaubt. Wer war der Erste gewesen, der den Götzendienst bei den Arabern eingeführt hat? Es gab, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet, dass es gibt einen Mann, einen Anführer unter den Quraysh, der den Götzendienst bei den Arabern eingeführt hat. Weiß jemand, wie dieser Mann heißt? Amr ibn Luhay. Wie heißt er? Amr ibn Luhay. Und Amr ibn Luhay, er war auf einer Reise gewesen und hat dann gesehen, wie die Leute Götzen anbeten. Hat das für gut empfunden, weil es war schon eine Zeit gewesen, wahrscheinlich, wo die Leute den Tauhid nur noch aus Tradition heraus praktiziert haben. Und hat dann seinem Volk befohlen, um die Kaaba herum ebenfalls Götzen zu errichten. Und sie haben auf ihn gehört und somit wurde der Götzendienst bei den Arabern eingeführt. Sodass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie viele Götzen um die Kaaba herum standen? Weiß jemand, wie viele es insgesamt waren? 365 Götzen standen um die Kaaba herum. 365 Götzen.
All die Götzen, welche die Araber auf der arabischen Halbinsel angebetet haben, standen um die Kaaba herum. Sodass die Leute, wenn sie Tawaf gemacht haben, das ist ja noch das Überbleibsel, der Überrest von der Religion Ibrahims a.s., dass sie was gemacht haben? Dass sie dann auch gleichzeitig ihre Götzen angebetet haben. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka erobert hat, was hat er gemacht? Er hat Tawaf um die Kaaba gemacht, hatte einen Stock in der Hand und hat dann die Götzen immer gepikst und hat dann die Ayah in Surat al-Isra rezitiert: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Und sprich, und das hat er dann auch gesprochen, die Wahrheit ist gekommen und die Nichtigkeit ist vergangen. Und die Nichtigkeit, al-Batil, ist vergangen. Was lernen wir daraus? Was sehr wichtig ist, meine lieben Geschwister. Und zwar, der Shaitan, er lässt sich Zeit, um die Menschen in die Irre zu führen. Er kommt nicht auf einmal und sagt, wirf dich vor einer Götze nieder. Sondern er lässt eine Generation nach der anderen Schritt für Schritt sich von der Wahrheit entfernen, bis dann irgendwann einmal eine Generation kommt, die bereit ist, sich vor solchen Götzen niederzuwerfen. Und genau dasselbe macht auch der Shaitan in deinem Leben. Der Shaitan kommt nicht direkt und sagt zu dir, sei kein Muslim mehr. Er kommt nicht direkt und sagt, mach Zina, geh stehlen. Sondern er lässt sich Zeit. Er führt dich Schritt für Schritt an diese Sünde heran. Weil er mich ganz genau weiß, wenn du erst einmal weit genug abgekommen bist vom richtigen Weg, dann wirst du zu schwach sein, um dich gegen diese Sünde zu wehren. Und was sagt Allah Ta'ala immer wieder im Koran über die Fußstapfen des Shaitans? Ja, ayyuha alladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan. Oh, die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen des Shaitans. In Bezug auf eine ganze Bevölkerung lässt sich der Shaitan Zeit über Generationen hinweg. In Bezug auf dich als Mensch lässt er sich Jahre Zeit. Ja, vielleicht sogar Jahrzehnte, um dich vom Weg abzubringen. Und deswegen musst du auf der Hut sein und aufpassen, dass du nicht in die Fußstapfen des Shaitans trittst. Und Allah Ta'ala, er verlangt aus diesem Grund von uns, dass wir erst gar nicht in die Nähe einer Sünde kommen. Und erst gar nicht darauf einlassen. Von vornherein versuchen, uns von der Grenze, die Allah Ta'ala gezogen hat, fernzuhalten. Was sagt Allah Ta'ala in Bezug auf Zina? Er sagt nicht, macht keinen Zina, sondern er sagt, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, und kommt dem Zina erst gar nicht nahe. Weil wenn ich erst einmal Zina nahe komme, was passiert dann? Wenn ich nicht gerade Yusuf alaihi salam bin, dann mache ich Zina oder Iyadhu Billah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn wir schon bei diesem Thema bleiben, er hat uns genau vor solchen Dingen gewarnt und uns aufgezeigt, wo die Grenze zu setzen ist. Nämlich, dass ich zu intensiv Kontakt zum anderen Geschlecht habe und dann auch noch mich allein mit einem Mädchen oder mit einem Mann dann aufhalte an einem abgelegenen Ort. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, es gibt keinen Mann und keine Frau, die sich allein an einem Ort befinden, außer dass wer der Dritte ist? Der Shaitan. Und das muss nicht unbedingt ein wirklicher Ort sein, kann auch ein virtueller Ort sein. Es ist zwar noch keine komplette Khalwa, so wie es der Islam verboten hat, aber es ist der Vorbote zu Khalwa, dass ich allein bin. Weil wenn ich erst einmal mit einem Mädchen, und ich bin jung, möchte heiraten, wenn ich erst einmal mit einem Mädchen regelmäßig schreibe und dann auch privat werde und das immer wieder, Tag für Tag, Nacht für Nacht, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich mich das erste Mal mit diesem Mädchen treffe. Und wie viele Geschichten kennen wir diesbezüglich unter praktizierenden Muslimen? Ich rede nicht über nicht praktizierende Muslime, ich rede über praktizierende Muslime. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, kommt dem Zina erst gar nicht nahe. Das sind die Fußstapfen des Shaitans, der sich Zeit lässt. Und wo wir das hier sehen, über Generationen sogar, wo er versucht, ein ganzes Volk in die Irre zu führen. Das heißt, Allah Ta'ala, er erwähnt jetzt diese fünf Götzen beim Namen, welche die jeweiligen Völker angebetet haben, zur Zeit von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das heißt auch die arabischen Stämme, damit sie sehen, ah, es gibt Parallelen, damit ihnen klar wird, ah, Allah Ta'ala, er erwähnt genau die Götzen, die wir auch anbeten.
Und die schon zuvor das Volk von Nuh a.s. angebetet hat und was dazu geführt hat, dass sie in die Irre gegangen sind, weil sie daran festgehalten haben. Und jetzt geht es weiter. Und zwar Nuh a.s., er zeigt auf, was diese Götzen oder die Anhänger dieser Götzen getan haben. وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا. Sie haben ja viele in die Irre geführt. Wer? Entweder die Götzen selbst oder die Kubara, das heißt die sozusagen Führer im Volk, sie haben die Menschen in die Irre geführt. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. So lassen die Ungerechten nur noch tiefer in die Irre gehen. Und jetzt kommt dieser Fluch von Nuh a.s. Er fängt jetzt an, das Volk, zu dem er gesandt wurde, zu verfluchen. Und wir wollen verstehen, warum er das tut. Weil einige könnten jetzt denken und sagen, ein Prophet sollte doch barmherzig sein. Er sollte doch immer wollen, dass sein Volk zu Allah ta'ala findet. Wie kann das sein, dass ein Prophet anfängt, sein eigenes Volk zu verfluchen? Wie geht das? مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا. Wegen ihrer Verfehlungen wurden sie ertränkt und dann in ein Höllenfeuer hineingebracht. Und da fanden sie für sich außer Allah keine Helfer. Nochmal rückblickend auf das, was dann geschehen ist, dass sie nämlich ertränkt wurden durch die Sintflut. Und jetzt geht's weiter. Nuh alayhi salam, er macht jetzt richtiges Dua, klar und deutlich. وَقَالَ نُوحُ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Und Nuh sagte, mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Harte Worte. Sehr harte Worte. Die man von einem Propheten, der so lange Geduld hatte, eigentlich nicht erwarten würde. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا. Kommen wir gleich auf diese Ayat zu sprechen. Erst einmal die Frage, warum macht Nuh a.s. jetzt Dua gegen sein Volk? Haben wir ein ähnliches Dua von einem anderen Propheten, der ebenfalls Dua gegen sein Volk gemacht hat? Kennt ihr eins vielleicht? Von einem anderen Propheten, der dann ebenfalls am Ende Dua gegen sein Volk gemacht hat? Ja. Na, wir sprechen ja gerade über Nuh. Das ist ja gerade Nuh. Ein anderer Prophet als Nuh. Jonas? Jonas hat kein Dua gemacht, er ist aber von seinem Volk gegangen. Nein. Musa alayhi salam. Musa alayhi salam. Was sagt Allah ta'ala in Surah Yunus? Er sagt, وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Was für ein Dua von einem Propheten. Ja? Und Musa sagte, unser Herr, du hast ja Firaun und seiner führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben, unser Herr, damit sie andere von deinem Weg in die Irre führen oder damit sie in die Irre gelangen. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre Herzen fest, sodass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Nur wegen nicht, ja, dass sie Rechtleitung finden. Wie kann das sein? Wie geht das? Und zwar hier haben die Gelehrten gesagt, der Grund, warum Nuh alayhi salam oder Musa alayhi salam Dua gemacht haben gegen ihr Volk, ist, weil sie nämlich von Allah Ta'ala die Offenbarung erhalten haben, dass kein weiterer mehr von ihrem Volk glauben wird. Sie wussten also, diese Menschen, sie werden ungläubig bleiben. Es gibt keine Hoffnung mehr. Allah Ta'ala, er hat ihnen dieses Wissen gegeben. Und das ist der Grund, warum sie Dua gegen sie gemacht haben. Und die Mufassirun, die Koran-Exegeten, sie sagen auch, das ist der Grund. Warum? Weil nämlich grundsätzlich zunächst erst einmal ein Muslim kein Dua gegen ein anderes Volk machen sollte. Sondern ich sollte eigentlich immer Dua machen für ein Volk. Dass Allah Ta'ala ihnen Rechtleitung gibt und niemals gegen ein Volk. Und der Grund, warum sie das getan haben, ist, weil sie wussten durch die Offenbarung, dass ihr Volk nicht mehr glauben wird. Und wenn das so ist, dann werden sie also nur noch Schaden anrichten. Also soll dieser Schaden minimiert werden, damit sich nämlich der Unglaube und das Schlechte nicht noch mehr verbreiten unter den Menschen. Und deswegen sagte Nuh alayhi salam direkt nach dieser Ayah, ich muss nochmal hier zurückkehren, insha'Allah ta'ala, Surat Nuh, genau,
Nuh alayhi salam sagt direkt danach, nachdem er dieses Dua ausgesprochen hat, warum er möchte, dass sie vernichtet werden. Und zwar, innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Denn gewiss, wenn du sie leben lässt, führen sie deine Diener in die Irre und zeugen nur sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Das ist die Begründung. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, meine lieben Geschwister. Weil auch hier haben wir manchmal Geschwister, sogar manchmal Imame, welche auf dem Minbar stehen, welche allgemein Dua machen gegen andere Völker. Das ist nicht die Rechtleitung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat nie allgemein gegen die Ungläubigen Dua gemacht. Es gab einige Situationen, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gegen bestimmte Stämme Dua gemacht hat. Was ist aber der Grund gewesen? Der Grund war, weil sie ein großes Verbrechen begangen hatten. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat einen ganzen Monat lang Qunut gemacht gegen einige Stämme, welche die Muslime in einen Hinterhalt gelockt hatten und 70 von ihnen umgebracht haben in dem Ereignis von Bi'r Ma'una, wo sie sogenannte Qurra, also Wissende unter den Muslimen, gefordert haben mit der Begründung, wir wollen unser Volk, unseren Stamm, den Islam beibringen, aber gar nicht geglaubt haben in Wirklichkeit, sondern das nur gemacht haben, damit sie dann diese Menschen umbringen. Und das haben sie dann auch getan. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gehört hat und davon mitbekommen hat, dass sie dann diese Qurra umgebracht haben, es waren insgesamt 70 gewesen, hat er einen ganzen Monat lang Dua gegen diese Stämme gemacht. Für eine Ausnahme gewesen. Warum? Weil sie nämlich ein Verbrechen begangen haben, ein richtiges Verbrechen begangen haben. Aber sonst hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie Dua gegen die Ungläubigen. Im Gegenteil, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer Dua für die Stämme gemacht. Wo er auch die Möglichkeit hatte, dass Allah Ta'ala einen bestimmten Stamm bestraft, wollte er das nicht. Wie bei At-Ta'if und den Thaqif, als sie ihn vertrieben haben und dann Jibril alaihi salam zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, willst du, dass ich den Engel der Berge zu ihnen sende, sodass sie vernichtet werden durch die beiden Gebirgsketten, die um sie herum gewesen waren? Und er sagte, nein, ich hoffe, dass von ihrer Nachkommenschaft Menschen La ilaha illallah sagen werden. Das ist die Einstellung, die wir haben sollten. Und Nuh alaihi salam, er hat es nur getan, weil er wusste, es wird keiner mehr glauben. Und dementsprechend werden sie nur Schaden anrichten und Menschen in die Irre führen. Und dementsprechend, ja Allah, säubere die Erde von ihnen. Innaka intadharhum, denn gewiss, wenn du sie leben lässt, yudillu ibadaka, führen sie deine Diener in die Irre. Wa la yalidu illa fajiran kaffara, und zeugen nur sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Und jetzt schließt Allah Ta'ala ab mit einem schönen Dua von Nuh alayhi salam. Das ist das Schöne an dieser Sura. Subhanallah, am Ende geht es um die Barmherzigkeit. Am Ende geht es um die Güte. Rabbi ghfirli, mein Herr, vergib mir. Wali walidayya, und meinen Eltern. Wali man dakhala baytiya mu'mina, und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt. Walil mu'minina wal mu'minat, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen. Wala tazidi dhalimina illa tabara, und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Das ist der Abschluss dieser Sura, wo Nuh alayhi salam noch einmal Dua macht für sich selbst, für seine Eltern, deren Namen wir nicht kennen. Sie werden zwar erwähnt im Alten Testament, zumindest der Vater wird im Alten Testament erwähnt, er soll Lamek geheißen haben, laut der Tora, Lamek. Ja, Al-Fa'labi erwähnt, dass die Mutter von ihm Shamcha bint Anush geheißen haben soll. Allahu a'lam, das sind alles natürlich Informationen, die für uns erst einmal nicht wichtig sind. Aber wahrscheinlich haben seine Eltern geglaubt und waren Gläubige gewesen. Weil wir dürfen ja eines nicht vergessen, ursprünglich in der Zeit von Nuh alayhi salam und davor die Generation, die haben ja alle geglaubt an Allah ta'ala. Und das ist eine der ersten Generationen, welche wirklich Schirk begangen hat, welche wirklich Götter angebetet hat. Und dementsprechend, Nuh alayhi salam, er macht Dua für sich selbst. Er macht Dua für seine Eltern und er macht Dua für jeden gläubigen Mann und für jede gläubige Frau, ob er sie kennt oder ob er sie nicht kennt.
Und dann noch einmal dieses Dua gegen die Ungerechten im Allgemeinen. وَلَا تَذِلِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ. Und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Das ist Surat Nuh gewesen. Eine Sura, aus der wir wirklich sehr viel lernen konnten, insbesondere wenn es um die Da'wah geht und wie wichtig es ist, Geduld zu haben in Bezug auf die Da'wah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gemeinsam mit Nuh alayhi salam und allen diejenigen, die an ihn geglaubt haben aus seinem Volk, am jüngsten Tag im Paradies vereinen. Amin ya Rabbil Alameen. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan.